3 Stunden sind es noch bis Spielbeginn zwischen Herrsching und Friedrichshafen und ich werde euch heute mitnehmen zum Spiel, weil ich bin Bundesliga-Scout bei geilsten Club der Welt. Und warum ich jetzt schon anfange, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in München komplettes Schneechaos, hat fast einen halben Meter geschneit und ich muss jetzt als erstes 3 Stunden vor Spielbeginn mal schauen, wie es meinem Auto geht und ich habe leider keine Schaufel dabei, das heißt, muss mit den Händen machen, dass wir überhaupt in den BMW-Park heute kommen. Gut, dass ich das vor 2 Tagen oder gestern erst freigemacht habe. Weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber hier ist mein Auto. Das heißt, das muss jetzt alles freigemacht werden und dann fahren wir los. Ich habe jetzt das Auto freigeschaufelt und den Rest lasse ich jetzt eine Stunde lang ungefähr die Sonne machen. Dann hoffe ich mal, dass ich ausparken kann. Natürlich werde ich ein bisschen Puffer einplanen. Normal brauche ich eine Viertelstunde bis zum BMW-Park. Plan mal eine halbe Stunde ein. Soll schon funktionieren. Noch 5 Minuten, dann bin ich da. Und in einer Stunde ungefähr, ein bisschen mehr als einer Stunde, geht das Spiel los. Scheiße. Einfach dahin, ich habe keine Ahnung. Es wird schon passen. So viele Leute kommen hier eh nicht auf diese Parkplätze. So, fertig umgezogen, ab im Park. Richtig von Georgi aufgepasst, sehr gut. Geiler Ausschlag. Immer noch 3.
es war kein gutes Spiel. Hoffentlich am Mittwoch wird es besser. Schade, dass nichts geworden ist. Wenigstens ein Punkt wäre cool gewesen. Der erste Satz wäre durchaus was drin gewesen. Wir hatten 3 Satzbälle. Ja, im Endeffekt, im 4. Satz gewinnt es dann Superluck mit seinen Aufschlägen das Spiel. Da war dann die Luft raus, die Stimmung war nicht mehr da. Bei den Zuschauern und auch im Feld hat man es gemerkt. Ja, ist ärgerlich. Aber war trotzdem wieder ein cooles Erlebnis. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, ein bisschen so hinter die Kulissen im BMW-Park zu schauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann wird es auf jeden Fall auch weitere solche Vlogs geben. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.